Ja, ihr habt heute gehört, dass wir einen speziellen Gottesdienst machen wollen. Wir wollen heute diese Zeit nehmen, um über Israel zu hören und nachher auch für Israel zu beten. I was drafted in active duty and then immediately notified that four of my friends were killed. This broke my heart and changed my reality completely. I've seen your guys' prayer and support, and I'm so grateful for them. They've been lifting me up. God has been restoring my soul through your prayers. Please continue to pray for the land of Israel. God will prevail. One for Israel, Thompson. Es war ein Soldat, ein junger Soldat, wie wir sehen. Und er wurde eingezogen in den aktiven Armeedienst, so wie viele von den Reservisten. Wir hören immer von den Reservisten, die eingezogen wurden, 300.000, 400.000. Aber das ist mal ein Gesicht, da sieht man eine Person. Und der Junge erzählt, dass sobald er in den aktiven Dienst eingezogen wurde und angefangen hat zu dienen, dass er erfahren hat, dass vier seiner Freunde getötet wurden. Und er ist Anfang 20, also seine Freunde werden im gleichen Alter gewesen sein. Und das zeigt uns einfach mal die Realität, was da passiert in Israel. Und er sagt, dass er spürt, dass wir beten für Israel. Und er dankt uns, die er gar nicht kennt, für unsere Gebete. Und solche Begegnungen sind ein Teil der Motivation, warum wir heute hier sind und beten gemeinsam für Israel. Ich weiß, dass ihr alle zu Hause auch betet. Wir haben alle dieses Anliegen, für Israel zu beten. Ich weiß das. Aber ich weiß auch, wir wissen auch alle, dass auf dem gemeinsamen Gebet nochmal eine spezielle Verheißung ist. Und deswegen wollen wir diesen Abend nutzen, um gemeinsam Israel vor den Herrn zu bringen. Amen. 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 Ich würde gerne anfangen mit einer Bibelstelle aus dem Psalm 121. Bevor ich anfange, möchte ich einmal ganz kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wir danken dir so sehr für das Privileg, dass wir heute Abend Israel, dein Volk, dein Land vor deinen Thron bringen dürfen. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass wir im Geist durch Jesus eingepfropft sind, eingepflanzt sind in Israel, dass wir damit für unsere Brüder und Schwestern beten. Ich danke dir für das Privileg, Herr. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt alles führst und leitest, mein Reden, unser Hören, dass du selber sprichst in unsere Herzen hinein und dass du uns gebrauchst, so für das Land und das Volk Israel zu beten, wie du möchtest. Das bete ich, Papa, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte euch mitnehmen in die erste Bibelstelle, die ich für heute auf dem Herzen hatte. Es ist ein Psalmvers aus Psalm 121, die Verse 1 bis 3. Da steht: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein Wallfahrtslied. Das hat jemand gebetet, der nach Jerusalem hochgezogen ist. Jerusalem, die meisten von euch wissen, das liegt auf einem Berg, auf einer Anhöhe. Und deswegen, ich hebe meine Augen auf. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da spricht eine Person über sich selber. Und jetzt wechselt der Adressat. Und jetzt spricht diese Person zu jemand anderem und sagt, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Und wir sehen gleich, dass diese Zusage dem Volk Israel gilt. Denn der nächste Vers sagt, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, Israel. Der Herr behütet dich, Land Israel. Er schläft nicht. Er schlummert nicht. Er hat auch am 7. Oktober, am Samstag früh um 6 Uhr nicht geschlafen, wo die Hamas Israel angegriffen hat. Gott schläft nicht. Er hütet Israel. Warum lässt er denn so einen Anschlag zu? Das ist die erste Frage, die einem ins Herz kommt. Ich habe in der Vorbereitung in meiner Gebetszeit den Eindruck gehabt, der Herr erinnert mich an viele Stellen im Alten Testament, wo wir die Geschichte Gottes mit seinem Volk lesen, über viele hundert Jahre und viele Generationen. Und wo wir immer wieder sehen, wie sehr Gott Israel liebt, meinen geliebten Sohn, den ich aus Ägypten geführt habe. Israel, mein Augapfel, 5. Mose 32, 10, sagt Gott, dass er Jakob in der Wüste gefunden hat und dass Jakob sein Augapfel ist. Israel, wenn jemand Israel angreift, greift er Gott ins Auge. So kostbar ist Israel für Gott. Aber Israel, wir wissen, das hat sich über all die Hunderte von Jahren, Tausende von Jahren, auch immer wieder abgewandt von Gott. Hat immer wieder das gemacht, was Gott gesagt hat, tut das nicht, hat die Götzen der Völker im Umfeld angefangen anzubeten. Und Gott hat immer eine Weile zugeschaut und gehofft, dass Israel zurückkommt. Aber Israel hat von sich aus eigentlich nie die Kurve gekriegt. Erst wenn etwas passiert ist, wenn Gott ein Volk erlaubt hat, über Israel zu kommen und wenn es ihnen schlecht ging, dann haben sie angefangen, Buße zu tun, dann haben sie angefangen, Gott zu suchen. Und ich weiß es nicht, aber es ist immer noch der Papa, der seinen Sohn erzieht, Gott, der Israel erzieht, der ihn lehrt zu laufen. Und es kann sein, dass es so eine schlimme Situation zulässt, damit das Herz, dass Israel anfängt, sein Herz zu suchen, zu Gott zurückzukommen. Zu sagen, Papa, wir brauchen dich, wir sind ohne dich gelaufen. Wir kommen jetzt zurück, bitte vergib uns. Das ist eine meiner Interpretationen. Ich weiß nicht, ob das die ganze Wahrheit ist, aber ich sehe in der Bibel, dass Gott das immer wieder erlaubt hat, dass Israel in Not kam, dass Israel ins Exil ging, und an den Wassern gesessen hat und geweint hat und eigentlich nur zurück zu Gott wollte. Und deswegen denke ich, ist unsere Aufgabe heute nicht, Israel zu beurteilen, zu verurteilen, zu sagen, ihr seid selber schuld, werdet ihr mal nicht weggelaufen. Unsere Aufgabe ist es, für Israel zu beten. Einerseits, wir werden das nachher sehen, um Frieden, aber unser Gebet muss tiefer gehen. Dass Israel zurückkehrt zum Papa und dass wahre Frieden in Jesus nach Israel kommt. Ich würde gerne für einen Moment einen Schritt zurück machen und auf die ganze Weltgeschichte gucken. Was Israel anbetrifft, betrifft alles auch immer uns als Christen.
Das Schicksal Israels darf uns nie egal sein, weil wir direkt damit verbunden sind. Und deswegen würde ich gerne auch einmal einen Blick auf die große Weltsituation nehmen. Und eine weitere Verheißung, die für Israel spezifisch gilt, die aber auch für uns, das geistliche Volk Gottes, gilt. Und diese Situation möchte ich einmal kurz mit euch anschauen. Jesaja 60, Vers 2. Da steht: Dunkle Wolken bedecken die Erde. Alle Völker leben in tiefer Nacht. Doch über dir, und hier ist mit dir wieder Israel gemeint, und wir als geistliches Volk Gottes, als geistliche Kinder Gottes, über uns, über Israel, verheißt der Herr, leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und das ist das, was in dieser Zeit passiert. Gleichzeitig passieren ganz schlimme Dinge. Was mit Israel passiert ist, ist unmenschlich grausam, ist menschenverachtend. Es gibt nur schlimme Worte dafür. Gleichzeitig verheißt Gott hier aber auch, dass sein Licht aufgehen wird über Israel. Und dass beides gleichzeitig passiert, schlimme Dinge und gute Dinge. Ich würde gerne ins Neue Testament schauen und gucken, was Jesus dazu sagt. In Matthäus 24, die meisten von euch kennen diese Stelle, fragen die Jünger Jesus, was denn passiert, wie sie wissen können, wann das Ende der Welt kommt. Und Jesus sagt ihnen in Vers 6, Matthäus 24, Vers 6, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Wenn wir lesen, was alles passiert, sollen wir nicht erschrecken. Jesus sagt, das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Türkei, Marokko, nur zwei Beispiele in den letzten Jahren, furchtbare Erdbeben. Nepal, Kathmandu, 2015. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. Jesus hat das vorausgesagt und hat gesagt, das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Deswegen sagt er, erschreckt euch nicht. Es gehen Wehen über die Erde. In den letzten paar Jahren Corona, nach Corona die Wirtschaft wird schwierig, die Preise gehen hoch. Jetzt der Krieg in der Ukraine, jetzt der Krieg in Israel, Erdbeben in Türkei, Erdbeben in Marokko, Überflutung in Griechenland, Überflutung in Libyen. Das sind wie Wellen, die über die Erde gehen. Und das sind jetzt nur aus unserem Umfeld. Wir wissen, in anderen Orten passieren auch andere Dinge. Aber Jesus sagt, erschreckt euch nicht, wenn ihr solche Dinge hört, das muss geschehen. Es sind wie Wehen einer Geburt. Was ist die Geburt? Was wird die Geburt sein? Was wird geboren werden?
Die rettende Botschaft, ein paar Verse weiter erklärt Jesus, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen oder die Geburt. Also das heißt, bis hin zu diesem Höhepunkt der Ereignisse passiert beides. Wir hören die schlimmsten, furchtbarsten Nachrichten und wir sehen auch, Gottes Reich geht vorwärts. Es passieren auch in Gottes Königreich große Bewegungen, große Erweckungen, wie wir sie auch bis dahin noch nicht gesehen haben. Und ich habe euch drei Beispiele davon mitgebracht. Denn Jesus sagt, bevor ich wiederkomme, bevor dieser Höhepunkt der Weltgeschichte kommt, wird die ganze Welt Gottes rettende Botschaft hören. Und das ist deine und meine Aufgabe, Gottes rettende Botschaft weiterzugeben, für Israel zu beten und selber ein Teil von dem zu sein, was Gott tun will in dieser letzten Zeit. In Matthäus 13,39 sagt Jesus, die Ernte ist das Ende der Welt. Dieser Höhepunkt der Zeitgeschichte wird die Ernte sein. Es wird nochmal eine große Ernte geben. Viele, viele Menschen werden nochmal Jesus annehmen und erkennen als ihren Herrn und Heiland. Und auf diese Ernte arbeiten die Engel zu, arbeitet der Heilige Geist zu, arbeitet die Gemeinde Jesu zu, sollten du und ich mit unseren Gebeten hin uns vorbereiten und auch für diese Ernte beten, dass nochmal ganz viele Menschen Jesus erkennen. Weil durch die Schwierigkeiten soll nicht nur das Volk Israel zurück zu Jesus und zum Herzen Gottes gebracht werden, oder ist eine Möglichkeit, in dieser schweren Zeit nochmal zu suchen, Gott, wo bist du denn? Auch andere Menschen haben angefangen, Gott neu zu suchen in dieser Zeit. Wir haben gesehen auf den Straßen, dass Menschen offen sind, Gottes Wort anzunehmen, wie vor 10 Jahren noch nicht. Wo wir früher auf die Straße gegangen sind, war noch viel mehr Ablehnung da. Heute ist es viel, viel einfacher, sogar im Urlaub, sogar auf der Straße, sogar im Park beim Spazieren mit Leuten über Jesus zu sprechen. Weil einfach diese Erschütterungen, die über die Welt gehen, die Menschenherzen auch erschüttern und die merken, ich brauche Gott. Ich brauche eine Sicherheit, ich brauche etwas, was nicht erschüttert werden kann. Das finde ich nur bei Gott. Die Finanzen werden erschüttert, die Gesundheit wurde erschüttert, die Sicherheit, die globale Sicherheit wird erschüttert, aber Gott ist unerschütterlich. Und das haben viele Menschen in diesen letzten Monaten und Jahren gemerkt. Wir brauchen eine unerschütterliche Sicherheit. Ich glaube nicht, dass Gott die schlimmen Dinge gemacht hat. Ich glaube, dass er sie zulässt, damit die Menschen anfangen zu suchen. Und eine weitere Verheißung für die letzten Tage. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und unten auf Erden. Gott verspricht nochmal eine Ausgießung auf alles Fleisch in den letzten Tagen. Und ich glaube, dass wir dabei sind, auf diese letzten Tage zuzugehen. Und wir sind schon in diesen letzten Tagen. Und deswegen verspricht Gott nochmal ein neues Ausgießen des Heiligen Geistes auf der ganzen Welt.
Deswegen möchte ich uns heute ermutigen, wir werden gleich für Israel beten und für diese schlimme Situation einstehen. Aber meine Schwestern und Brüder, ich möchte euch bitten in dieser Zeit, dass wir nicht vergessen, Gott hat auch angefangen zu wirken. Nicht nur der Feind ist dabei zu zerstören, Gott hat auch angefangen zu wirken. Er hat diese schlimmsten Dinge genommen, furchtbare Kriege, furchtbare Katastrophen, benutzt, um Menschen wachzurütteln und zu sagen, wir brauchen mich, ich bin hier. Kommt und sucht mich. Ich bin hier. Und deswegen würde ich eine kühne Behauptung machen wollen. Die Finsternis hat zugenommen. Gleichzeitig hat Erweckung begonnen. Und zwar an verschiedensten Orten. Ich möchte euch, weil heute Israel unser Thema ist, ein Beispiel von Erweckung in Israel zeigen. Never could I imagine what we're seeing today. Biblical history is being written as ancient prophecies are being fulfilled. Not of disaster and calamity, but of revival and resurrection. Each day our team is responding to new Israeli believers who've just awakened to our Messiah. When I hear their stories, I see myself. It's so fresh in my mind. When I discovered Yeshua as a young man, I truly thought I must be the only Jew in Israel who believes in Jesus. Not in my wildest dreams could I have imagined what God would do in my own life and through our ministry. Growing up in this land, I never heard his name, much less the gospel story. Never could I have imagined Jewish Israelis binge-watching the gospel, much less reaching over 500,000 views a month of our gospel films in Israel alone. As I moved my family across the world to attend advanced biblical studies in the United States, how could I know that years later we would be training and discipling over 1,000 Jewish and Arab ministry leaders at the only Hebrew-speaking Bible college in the world? And from our ministry to IDF soldiers and young adults discipleship to pro-life and humanitarian aid, what God has done through One for Israel is nothing short of a miracle. Amen. But with all that, we feel we're only at the tipping point of what's yet to come. It's not an accident that in this year we received 3 major prophet scrolls of Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel. These extremely rare scrolls, handwritten in the 1920s, barely escaped the fires of the Holocaust in Poland to meet us here in Israel today. These scrolls contain the promises of God, some that have been fulfilled in our day and some right at our doorstep. As we read of the dry bones in Ezekiel 37 coming together, flesh and bone miraculously assembled in the barren valley, there's a short pause in that recreational event before that great revival, powered by the Spirit of God. I believe this scroll is with us today to bear witness of the next step in God's redemption plan. We believe that this awakening we're seeing today is only the beginning, and our job is to rise up in these days of opportunity and relative freedom and proclaim the hope of Yeshua to our people in Israel and around the world. Will you stand with us in this task? Will you rise up with us in prayer and partnership to believe in God's promises of redemption and join hand in hand proclaiming the hope of Yeshua and become one for Israel? Weil das auf Englisch war, habe ich das auf Deutsch übersetzt. Nicht alle verstehen so gut Englisch. Das war der Dr. Eres, jetzt habe ich nur den Vornamen im Kopf, Präsident.
Präsident von One for Israel. Er ist selber Israeli und ist als junger Soldat in der IDF, also in der israelischen Armee, zum Glauben an Jesus gekommen. Und er hat in dieser Zeit gedacht, er sei der Einzige, der an Jesus glaubt. Bis er gemerkt hat, da gibt es noch mehr Leute, die an Yeshua als den Messias glauben. Er hatte, obwohl er in Israel aufgewachsen ist, den Namen Jesus und die Geschichte von Yeshua schon gar nicht nie gehört. Und One for Israel steht dafür, die sagen, der beste Weg, Israel zu segnen, ist mit Jesus, mit Yeshua. Damit er Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist, dass Yeshua der Messias ist. Sie haben als Familie die Reise nach Amerika angetreten, um Schulung zu bekommen im christlichen Glauben und sind zurückgekehrt. Und aus diesem kleinen Anfang ist ein großer Dienst geworden, der unter anderem folgende Dinge beinhaltet. Sie haben die einzige hebräischsprachige Bibelschule. In dieser Bibelschule bilden sie israelische und arabische Christen zu geistlichen Leitern aus, in Einheit und in Liebe. Sie führen über die Medien Evangelisationen durch, in Israel und weltweit. Und sie sagen, dass sie in Israel pro Monat 500.000 Klicks haben, also Leute, die die Evangelisationsfilme anschauen. 500.000, eine halbe Million Leute in Israel gucken diese Filme über Jesus, nur in Israel. Und weltweit kommt dazu, aber das zeigt den großen geistlichen Hunger in Israel. Er hat das in diesem Video nicht gesagt, in einem anderen Video hat er gesagt, dass in Google Search, also da wo man Begriffe sucht, Jesus der am meisten gesuchte Begriff in Israel ist. Das zeigt, in Israel ist etwas angefangen. Da ist er nennt das eine Erweckung, Awakening, hat angefangen in Israel. Schwierig wird es für die jungen israelischen Christen, wenn sie in die Armee müssen. Mit 18, so wie ich informiert bin, muss jeder junge Mensch, also Mädchen oder Junge, in die Armee oder möchte auch, die meisten wollen auch. Und wenn du 18 bist und du bist in deinem Bataillon der einzige Christ, ist es ziemlich schwierig. Und deswegen begleiten sie die jungen Menschen, wenn sie in die IDF eingezogen werden. Und auch Ältere, die Christen sind, und stärken sie während ihres Armeedienstes. Die erleben auch während des Armeedienstes schlimme Dinge. Jetzt natürlich erster Hand kriegen die den Krieg mit. Und dass man die begleitet, auch seelsorgerlich und mit Gebet, das ist ein Teil ihres Dienstes. Sie haben auch einen Dienst unter Holocaust-Überlebenden und unter armen Familien, also an der sozialen, am Rande der Gesellschaft. Und er sagt, Erweckung hat begonnen. Und ich möchte einfach, dass wir das auch wissen. So wie erschüttert wir sind von dem, was passiert, sollen wir auch gucken, was Gott tut. Nicht nur das, was der Feind tut, sondern auch, was Gott tut. Und ich möchte einfach, dass wir beides sehen heute Abend und für beides beten. Das ist mein Anliegen. Ich habe ein paar Gebetsanliegen aufgeschrieben.